Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Heute möchte ich euch gerne mal zeigen, wie so eine Heizpumpe von Bosch, Siemens, Neff oder Konstrukta aufgebaut ist. Im vorderen Bereich sieht man die Heizung. Man kann die Rastnasen entfernen. Auf der linken Seite seht ihr die Pumpe und hier das Schwarze ist die Heizung. Oder Silber oder Grau, wie auch immer. Durch dieses Loch wird das Wasser angesaugt, wird verwirbelt und an der Heizung vorbeigeleitet. Die neueren Heizungen haben drei Anschlüsse, einmal der Schutzleiter und zwei Kontakte. Der Null und die Phase wird an der Heizung vorbeigeleitet. Die anderen dünneren Kontakte sind einfach die Temperaturfühler. Die entscheiden, wie heiß die Heizung ist. Leider geht natürlich diese Heizung relativ schnell kaputt. Die Pumpe ist relativ einfach erklärt. Das ist eine sogenannte Frequenzpumpe. Ich schraube sie euch mal auseinander. Das sind zwei Schrauben an der Rückseite. Bei der Frequenzpumpe oder Inverterpumpe, wie es in Neudeutsch heißt, wird ein Drehstrommotor simuliert. So, Abdeckung abgenommen. Hier seht ihr die Pumpe von hinten mit dem, kann man wunderbar auseinandernehmen. Und zwar springt ein Magnetfeld von diesen einzelnen Feldern immer hin und her. So wird diese angesteuert. Und über die Frequenz kann man steuern, wie schnell das springt. Das bedeutet, in der Pumpe sitzt ein Dauermagnet und wie ihr seht, fängt sie an, sich zu drehen. Genau das gleiche passiert bei jedem anderen Motor. Je schneller das angesteuert wird, umso schneller dreht sich die ganze Pumpe. Das ist das ganze Geheimnis einer solchen frequenzgesteuerten Pumpe. Diese Pumpe ist noch voll funktionstüchtig. Und kann so wieder im Geschirrspüler verbaut werden.